Was ich reinbringe, das kommt auch raus. Und das ist das, was wir eben besprochen haben. Es gibt Adler und Enten. Das stimmt auch, aber noch korrekter, noch präziser ist natürlich zu sagen, jeder von uns hat eine Ente und einen Adler in sich. Enten, die suchen immer nach Entschuldigungen, quak, 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 ging nicht, ja, war zu schwer, ja, ist auch unmöglich. Adler suchen Lösungen, nehmen ihre Energie für Lösungen. Und die flüstern uns immer etwas zu. Haben Sie mal das Wort Einstellung auseinandergenommen? Da steckt drin Einstellen. Welche Einstellung Sie und ich haben, liegt daran, wie wir uns einstellen. Welche Rädchen wir drehen. Und das sind so kleine Dinge, ob wir der Ente zuhören oder dem Adler in uns. Ente oder Adler. Wie stellen wir uns ein? Angenommen, da ist etwas, was uns nicht gefällt. Haben wir vielleicht alle schon gehört, wir sind frustriert und dann wäre es gut, die Frustration in Faszination umzuwandeln. Wer hat das schon mal gehört? Wem gefällt das? Frustration in Faszination umwandeln. Ich finde das sagenhaft. Meine Frau und ich sitzen in Florida in einem sehr schönen Restaurant. Wir essen da gerne. Kommt ein wunderschönes Rolls-Royce Cabriolet. Fährt weit vor, steigt ein so richtig nettes älteres Pärchen aus. Setzen sich neben uns auf den Tisch im Restaurant und werden nicht bedient. Ich denke, wie kann das sein? Die haben so ein schönes Auto. Die sehen so freundlich aus, warum bedient die keiner? Nach so 20 Minuten lässt sich einer herab, bedient die. Die bestellen, ganz freundlich, haben sich überhaupt nicht beschwert. 45 Minuten lang in etwa kommt kein Essen. Wenn du Hunger hast, ist das echt ein Drama. Und dann kommt das Essen und es ist komplett falsch. Dann habe ich mir die beiden genau angeguckt, dachte ich, oh, jetzt kracht's im Gebälk. Und dann sagte die Dame dann ganz freundlich, könnten Sie uns vielleicht etwas anderes geben, weil das essen wir wirklich nicht gerne. Und vielleicht etwas, was der Koch so in einer Viertelstunde zubereiten kann. Ganz sympathisch gesagt. Und dann ging der Kellner weg mit der Bestellung und dann sagt sie, doch ein bisschen angenockt, zu ihrem Mann, "This is a chance to train my attitude." Das ist jetzt eine, habe ich die Möglichkeit, meine Einstellung zu trainieren. Ist das nicht schön? Vielleicht 75 Jahre alt, da nimmt die so etwas, was die ja nun wirklich nicht nötig hat zu erleben und sagt, eine herrliche Möglichkeit, meine Einstellung zu trainieren. Klasse, oder? Frustration in Faszination umwandeln. Wofür ist das jetzt gut? Warum sage ich das? Weil wir als Verkäufer sofort ausstrahlen, wie unsere Einstellung ist. Sofort. Wir haben überhaupt keine Chance, dass das jemand nicht mitkriegt. Und das zeigt sich sofort in den Verkaufsergebnissen. Sofort. Da können wir machen, was wir wollen. Da ist ein Adler und eine Ente auf unserer Schulter und die flüstern uns immer irgendetwas ein. Und jetzt ist die Frage, was erzählen die uns denn? Ja, ich sag's Ihnen, die Ente erzählt Ihnen, heute Abend bist du zu müde zum Lesen. Heute kannst du Fernsehen gucken. Und der Adler sagt, versuch's wenigstens, du kannst lesen. Hier ist ein gutes Buch. Die Ente sagt, Zucker, das ist völliger Quatsch, man kann ruhig Zucker essen. Und was sagt der Adler? Ess lieber einen Apfel. Ente sagt, naja, ein bisschen Alkohol, bist du auch ein bisschen geselliger. Was sagt der Adler? Wasser. Wasser ist Leben. Jetzt können Sie sagen, das ist alles nicht so wichtig. In der Summe ist es wichtig. In der Summe ist es genau das, was ich hier meine. 95% von Ihrem Verkaufserfolg findet außerhalb des Verkaufsgesprächs statt. Das müssen wir verstehen. Was Sie hier kriegen, sind wichtige Tipps, wichtige Systeme. Wir sind auf dem Verkaufsseminar, die sollen Sie kriegen, was hier stattfindet. Aber Sie müssen auch verstehen, die Wahrheit ist hier draußen. Weil das kommt da rein. Immer. Was draußen ist, kommt da rein. Wir sind bei Einstellung und es gibt eine alte indianische Geschichte. Da ist so ein alter Häuptling und er sagt, als er so mit seinem Enkel spricht, über was wirklich wichtig ist im Leben. Also wenn das ein Verkäufer wäre,
Dann wäre der Häuptling der Verkaufssuperstar und der Schüler würde fragen, ja, aber was ist denn wirklich wichtig im Leben? Und dann sagt dieser Häuptling, naja, musst du wissen, in deinem Leben entscheidet sich alles daran, ob du dem einen oder dem anderen zuhörst. Und der Kleine sagt, was? Ja, sagt er, muss wissen, da sind zwei Wölfe auf deiner Schulter. Ein schwarzer Wolf und ein weißer. Und der Schwarze, der redet dir immer Zweifel ein. Du kannst das nicht, du bist klein und so weiter. Und dein Selbstbewusstsein wird kleiner, dein Zweifel größer. Und dann ist da noch ein weißer Wolf. Und der will dich motivieren, der stärkt dein Selbstvertrauen. So erzählt der alte Häuptling das seinem Enkel. Und der Enkel ist ganz beeindruckt, sagt, wow, zwei Wölfe. Schwarzer und weißer. Und dann hat er so eine Frage, der Kleine, sagt er, ja, aber welcher von beiden gewinnt denn, wenn die beide reden? Wer gewinnt denn, Opa? Und dann sagt der alte, weise Häuptling, gewinnen tut der, den ich füttere. Der, den ich füttere. Das ist eine ganz wichtige Lehre. Einstellung hat damit zu tun, womit wir uns füttern. So einfach ist es. Wie so ein Gerät, auf das ich etwas draufspule. Was dann da draufkommt, das wird abgespult. Das geht ja gar nicht anders. Ich kann nicht Beatles aufnehmen und hoffen, dass ich Bach höre. Das ist Quatsch. Was ich reinbringe, das kommt auch raus. Und das ist das, was wir eben besprochen haben. Schwarz oder von mir aus Ente. Weiß oder Adler, Zwerg oder Riese, egal wie Sie sich das vorstellen wollen. Wir können Fernsehen gucken oder wir können ein gutes Buch lesen. Das ist so. Wir können Zucker essen oder Obst. Da haben wir auch eine Folie zu. Wir haben Alkohol oder Wasser, Enten oder Adler, dem wir zuhören, wenn wir mit Menschen reden. Wen hören Sie zu? Jemand, der eher eine Ente ist? Wissen Sie, ich habe das durch, ich habe das gemacht, Vertrieb. Ich weiß, wie das ist. Ich hatte 500 Mitarbeiter mit 28 Jahren. 500. Ich habe gelernt zu verkaufen und ich habe gelernt, denen Verkaufen beizubringen. Und die meisten, über die Hälfte, waren doppelt so alt wie ich. Die musst du erst mal führen. Und dem musst du erklären, Junge, im Grunde genommen, Mädchen, im Grunde genommen, kommt es darauf an, ob du auf den schwarzen Wolf hörst oder auf den weißen. Die haben mich angeguckt. Da spinnt der. Weißer oder schwarz, worauf hören wir? Das sind die Dinge. Es ist wirklich das, was außerhalb passiert, was wir in das Verkaufsgespräch reintragen. Alles richtig und wichtig, was Sie hier in diesen drei Tagen lernen werden. Aber das dürfen wir nicht vernachlässigen, sonst wird es nicht gehen. Und was ich immer mehr lerne, wo ich mich aber noch schwer mit tue, deswegen sage ich das auch, Zeitung lesen ist Mist. Ja. Ich lese immer noch, der Vorwand, ich muss ja informiert sein und es gibt ja auch ein paar gute Berichte. Aber wir wissen alles, alles Quatsch. In der gleichen Zeit, wenn wir uns einen guten Dienst geben lassen würden, in dem die wichtigsten Dinge zusammengefasst sind, positive Dinge, dann sind wir auch informiert, brauchen wir 5 bis 10 Minuten, würde reichen. Und in der Stunde, in der sich die meisten informieren, könnten wir ein gutes Buch lesen. Und heute, die Amis, die immer ein bisschen weiter sind in diesen Dingen als wir, die Guten, die wirklich Guten, lesen gar keine Zeitung mehr. Gar nicht mehr. Die sagen, da kommt so viel Negatives in mir rein. Und ich bin auch so geprägt, als ich klein war, da war mein Star noch Helmut Schmidt. Der war mein Star, das war so, einer von denen. Und Helmut Schmidt von morgens bis mittags liest Zeitung, also jetzt nicht mehr. Aber er hat Zeitung gelesen, von morgens bis mittags, fand ich toll. Anspruchsvolle Zeitung. Lassen wir es einfach weg. Wen füttern wir? Wen füttern wir? Im Verkauf zeigen sich Ergebnisse sofort. Ich habe es eben schon gesagt, Ergebnisse zeigen sich sofort. Möchte Sie einladen zu einem Gedankenspielchen. Wer von Ihnen weiß, was Paranoia ist? Ja, können wir das erklären, was Paranoia? Bitte? Laute. Angst, ja, aber etwas Unspezifisches. Ich denke einfach, ich sehe jemanden, sagen wir, der Mann an der Kamera und Paranoia ist, der hat bestimmt eine Waffe. Ja, und sage ich doch. Ja, das spielt auch schön mit. Paranoia ist, die Welt hat sich gegen mich verschworen. Und es gibt Verkäufer und ob sie es glauben oder nicht, die sind von hier abwärts. Die glauben, es hat sich alles gegen sie verschworen. Paranoia. Und es gibt aber auch das Gegenteil davon, dem wenigsten bekannt. Das heißt Pro-Neuer. Wenn Paranoia ist, dass sich alle gegen uns verschworen haben, was ist denn dann Pro-Neuer?
Ich sag's Ihnen, das ist mein Weltbild. Das ganze Universum arbeitet klug zusammen, um mir zu helfen. Jetzt wissen Sie, der spinnt, der Bodo Schäfer. Kann ja gar nicht sein. So wichtig ist doch keiner. Ja, liebe Freunde, und doch ist es so. Ich glaube das ganz fest. Ich glaube ganz fest, dass das Universum mir gut will. Ich glaube das ganz fest, dass die Menschen, die allermeisten, mir richtig gut wollen. Dass die mir gute Energien schicken. Ich glaube, dass die allermeisten Menschen mich unterstützen wollen in meinen Zielen. Die helfen alle mit. Bin ich bekloppt? Wie sagte Einstein? Es gibt keine Realität. Die Realität, so wie wir uns das vorstellen, ist ja irgendwo zwischen Paranoia und Proneuer. Da wäre ja die Realität, die gibt es nicht. Und das heißt, und Einstein erklärt das sehr gut, ich lese gerne Einstein, ein ganz kluger Philosoph. Seine physikalischen Sachen verstehe ich nicht in der Tiefe. Aber seine Philosophie versuche ich zu begreifen. Und das kann ich sehr empfehlen. Und der sagt, wenn es eine Realität nicht gibt, dann kann ich nur entweder in die eine Seite abweichen oder in die andere. Das, was ich Paranoia oder Proneuia nenne. Sie werden die Welt so erleben, dass sie ihnen schadet oder dass sie ihnen hilft. Beides ist vielleicht nicht wirklich wichtig, richtig. Aber da sie es, dass die Realität nicht gibt, entscheide ich mich doch für die Proneuia. Und wissen Sie, wenn ich mich für die Proneuia entscheide, dann ist es plötzlich so. Dann sehe ich Menschen, die mir überall helfen wollen. Da rufen mich Leute an, weißt du eigentlich, Bodo, darf ich Bodo sagen, weil ich habe so ein Verhältnis zu dir, weil ich deine Bücher gelesen habe, weißt du eigentlich, dass ich inzwischen über 500 deiner Bücher verschenkt habe? Boah, da sage ich, Mensch, ist gar keine Proneuia, das stimmt, wieder einer davon. Und das macht mir einen Riesenspaß. Bin ich deswegen ein bisschen ballerballer? Das ist mir völlig egal. Ich will das glauben und es tut mir gut, das zu glauben. Aber wissen Sie, wenn Sie Paranoia haben als Einstellung, dann sind Sie in der Folge ein Opfer. Und wenn Sie Proneuia haben als Einstellung, sind Sie in der Folge irgendwann ein Verkaufssuperstar. Weil das wird eine selbsterfüllende Prophezeiung, eine SEP.